Hallo, willkommen zurück bei Bus Simulator 16. Wir haben die letzte Strecke gemacht. War die da? Die fahren wir jetzt nochmal. Zack. Machen wir es nochmal schnell. Ich hoffe, dass jetzt Feiertag ist oder irgendwas. Mal Geld reinkommen. Ich brauche Gelenkbus. Na? Nein. Nur Regen. Scheiß auf Regen. Okay. Na, vielleicht wollen da mehr mitfahren, wenn es regnet. Schauen wir mal. Schauen wir mal, bis die vorbei sind. Naja, so viel auch nicht. Egal. Muss mal rein. Zack. Und einsteigen. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Okay, Einzelfahrkarte für Schüler. 360 zurück. Dankeschön, bitteschön. Weitergehen. Danke. So, da hinten steht schon wieder einer. Geht schon gut los. Oh, sicher. Ich gehe schon weg. Depp. Was denn? Nächster Halt, Kirchengasse. Huch, der rollt hier. Gottes Willen. Ich finde schade, dass hier keine Wassertropfen auf den Scheiben sind. Pling, pling, pling. Scheibenwischer, okay. Ne, wir schalten es mal ein. So, was gibt's hier? Zündschlüssel nach rechts drehen. Temperatur erhöhen. Radio. Oh. Hey, Radio. Sehr lustig. Tablet nutzen. Was gibt's hier noch? D, N, R. Absenken. Hallo, die Zeit läuft. Was ist los? Fahr. Passagierabteil. Okay. Oh nein, 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 nein. Hey, Börse. Hab ich sie verloren? Oh, einmal mit Musik. Ja. Bist du wie dumm von mir. Okay. Oh, jetzt aber schnell. Scheiße, scheiße, scheiße. Fucking. Oh, oh. Schick dich. Na toll. Ist rot auch noch. Los, beeilt euch doch. 4, 3. Ah, Mist. Toll. Spät auch noch. Kirchengasse. Hat nicht geblinkt. Ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Einmal Schüler, Einzel, okay. Mach mal die Musik wieder aus. Das haben wir es auch mal gehört. So. Warum ist hier keine Musik? Jetzt haben wir es auch mal gehört, was da rauskommt. Nächster Halt, Ferdinand Straße. Ein Techno-Geballer. Knapp. Und da raucht schon mal wieder ein Auto hier. Mir die Feuerwehr holen. Leute rauslassen. Letztens habe ich mir die Indie-Spiele angesehen. Dieses coole Spiel Son of Norm gefunden. Worum geht's da? Du bist eine Marie-begabte Person. Muss ich hin? Ach hier. Ja, es geht eigentlich. So, dann steig mal aus, meine Bande. Ich brauche eine Einzelfahrkarte für Senioren. Achso. Hat schon passend, okay. Ist gut. Kommt keiner, können wir weiterfahren. Oh, grün. Gut. Nächster Halt, Theresienstraße.
alles neblig hier. Huch. Nicht so hastig. Da ist die nächste Haltestelle. Die nächsten Leute kommen schon. Theresienstraße. Okay. Wieso rennt die? Achso, was regnet, ne? Lustig. So, weiter geht's. Und wieder grün. Nächster Halt, Stadion. Ah, das Stadion kommt jetzt, okay. Ja, ich glaube nicht, dass ich das noch geschafft hätte jetzt. Glaube nicht. So, links ist das Stadion. Und gleich müsste die Haltestelle kommen. Über der Straße hier, oder? War das so? Ja, da ist sie schon. Man sieht sie schön. So. Noch jemand? Nix mehr? Nee, der will nicht, okay. Ich habe alle mitgenommen. Nächster Halt, Königsstraße Ost. Klar, das klingt gut. Wie wäre es jetzt gleich? Oh, ich kann gar nicht. Ich habe zu tun. In 4 Minuten muss ich da sein. Oh, das geht ja noch. Das geht hier noch. Die Stelle kommt jetzt da. Das ist wieder meine Straße, wo ich immer reinfahre. So. Königsstraße Ost. Okay. Schade. Keiner mehr. Was ist mit ihm da? So, da steht doch einer oder nicht. Was ist mit ihm los? Da noch rein oder was? Hm. Komisch. Naja, wenn er nicht will, dann nicht. Dann halt nicht, da hat er Pech gehabt. Ja. Hohoho. Knapp. Was kommt denn jetzt für eine? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass der letzte Fernsehturm ist, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Können wir schon mal blinken. Freiheit
klar, dann steig mal ein hier. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Okay. Immerhin. Danke, mein Lieber. Bitte. Möchte keiner mehr? Okay. Fahren wir gleich mal weiter. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof? Wie es wackelt da drüben? Ich glaube, die Bäume haben Viagra. Genau. Wie immer normal. Oder haben die Parkinson-Krankheit? Kann auch sein. Ja, so zittern. So, einmal abbiegen. Das Beförderungsunternehmen von Sunny Springs bittet Sie darum, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer zu sprechen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Genau, und schön auf dem Arsch hocken bleiben. Hauptbahnhof. Und du stell dich mich in meine Tür rein. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Okay. Huch! Eine zu viel. Scheiße. Okay. Ah ja, voll Idioten. Oh, tut mir leid, ich habe es nicht gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe es auch nicht gemerkt, wenn ich mich in die Tür reinstelle. Die Tür geht gerade zu. Ich bestehe aus Luft. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Okay, dann können wir ja wieder drei Fahrten machen. Wie letztes Mal auch. Macht immer drei Fahrten, weil sonst ist es Quatsch, ne? Es dauert immer so lang. Bis ich hier mal das Geld zusammen krieg. Mach einmal diese Fahrt hier und dann zweimal die kürzesten Strecken. Und dann müsste es klappen, ne? Also. Mal schön blinken, wenn der Rote mal fahren würde. Oh, da steht schon wieder einer hier. Sehr schön. Hau ab! Schwarzfahrer. So. Prima. Bravissimo. Sag ich dann nur. Okay, 122.000. Wow. Was haben wir jetzt Was haben wir denn jetzt hier eingenommen? 5.800. Ist ja schon mal was. Nächste Fahrt. Balla balla hua hu. Was nehmen wir denn jetzt das hier? Blöde Kuh. 11. Okay, die 11 machen wir später. Jetzt machen wir die 13. Zack. Mit 13 Minuten. Ja, ist ja gut. Ich fahr ja schon. Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Vollprofi hier. Doch bin ich, aber ich bin hier nicht Schnellzug, der hier mal schnell vorbeikommt. Mal aufpassen hier. Aufpassen! Marktallee. Marktallee. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt. Okay, drücke. Oh Gott. 3, 4, 6, 7. Na, dafür habe ich 10 Euro, ne? Immerhin etwas. Will der rein? Will er nicht, gell? Nächster Halt, Arnstraße. Oh, nicht. Die ist da hinten. Genau gegenüber jetzt. Auf der anderen Seite des Flussufers. Zum Plakat hier wieder vom Zoo und so. Vom Zoo und so. Fahrräder stehen auch da.
Strecke sehen. Man entdeckt immer was Neues, ne? Wenn man hier hinguckt. Oh, Rollstuhlfahrer, cool. Da haben wir die Rampe ausfahren. Einzelfahrt für Senioren. So. Vielen Dank. Haben wir alles, genau. Weiter. Wenn da unten das Rollstuhlzeichen blinkt, dann will er raus. Nächster Halt, Leopoldstraße. Oh, ich muss da, reinfahren. Gott, oh Gott. Liebes bisschen. Krempel mich nicht an. Du sollst mich nicht berühren. Verschwinde. All diese Leute. Gut, ich beruhige mich. Oh, oh Gott! Auf, dass ihr mich nicht anrempelt. Wo fahr ich denn hin? So ein Störefried, ne, war das? Mann, ey. Gerade beim Fahren. Ich friere. Bitte unternehmen Sie etwas. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Was die wieder wollen von mir. Aber ist gut, ich habe schon mal alles erfüllt jetzt. Was zu erfüllen ist. Ich finde es cool, dass sie sowas mit reingemacht haben hier, ne? Nicht schlecht. Bist du sicher, das ist der richtige Bus? Ja, die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. So. Können wir mal reinfahren. Da ist auch schon die Haltestelle. Leopoldstraße Nord. Bitte, ich muss hier aussteigen. Eine normale Fahrkarte. Einmal normal, okay. Gott segne Sie. Vielen Dank. Sehr schön. Alles geschafft. Weiter geht's. Nächster Halt. Leopoldstraße, Ost. Okay, jetzt sind wir auf die andere Seite rüber. Und wieder jemand raus. Ich will eigentlich meine 5 Gelenkbusse haben hier. Gibt's doch nicht. Was ist das da? Achso. Hä? Was ist das für eine Schale da oben? Ober der Kasse. Naja. Was soll's. Ist ja wurscht jetzt, was es ist. Auf jeden Fall hier anhalten. Leopoldstraße, Ost. So, ich habe auch gute Neuigkeiten für euch. Mir geht's wieder gut. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Bin wieder gesund. Und es will jemand einen Tag haben. Hey. So. Kein Schnupfen mehr. Gott sei Dank. Bin ich froh. Kacke. Scheiße. Fuck. Na komm schon. Ach komm. War gerade so schön jetzt. Echt, ey.
Naja, das hat's auch nicht fett gemacht jetzt. War es auch nicht besser. Ich möchte nämlich einen neuen Bus holen, dann kann ich nochmal einen Fahrer einstellen. Kriegen wir noch mehr Leute. Noch mehr Geld, meine ich. So. Einmal rumfahren. Rumherum für die Bumm. Aussteigen, ihr Sackgesichter. Oh, doch. Doch was zusammenbekommen. Okay. Doch, über 3000. Hey, jetzt hier doch. Alles klar, dann machen wir jetzt noch die ganz kurze. Mit 11 Minuten. Wieder nix. Scheiße. Ja gut, vielleicht kommt doch jemand und will eine Tageskarte haben. Haben wir ja vorhin auch gehabt. Ne? Ist wieder ein Haufen los da. Guten Tag. Huch, viel zu viel. Danke. Fuck. Einen schönen Tag. Scheiße. 1 Euro zu viel. Oh Mann. Bin so nervös hier. Ich will Busse. 2 Stück brauche ich jetzt. Nächster Halt, Ulmenstraße. Spiele ich ja morgen früh noch. Oder Jahre spiele ich da dran. Wie sie das mal zusammen habt. Entschuldigung. Aber egal. Das schaffen wir schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin ja schon fast bei der 60. Folge hier vom Bus-Simulator. Nur mal so zur Info. Jetzt sieht man mal, wie viele Folgen ich da mache. Und weil ich Spaß dran habe. Das ist die Hauptsache. Und ich merke, ihr habt auch Spaß dran. Ihr schaut es immer schön an. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte musst du kaufen, okay. 3,60, bitteschön. Weiterlaufen. Es ist keine richtige. Gelbes Vibesbild. Sondern eher ein gemütlicher. Und weiter. Um 8 Uhr geht's los. Oh gut. Soll ich was mitbringen? Etwas zu trinken wäre super. Vielleicht noch Eis. Nächster Halt. Königstraße Ost. Die Königstraße. Ist so unheimlich, ne, wenn es so regnet hier. Ist der Wahnsinn. Abbiegen. Red über das T-Shirt. Hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im Wohnbezirk. Ich muss ihn mir ansehen. Und rumfahren. Ja. Und nochmal rum. Nein, oh, nichts rum. Nichts herum. Schauen wir mal raus kurz. Ist überhaupt nicht voll. Da hinten steigt überhaupt keiner ein oder was? Doch 2. Und die meisten sind vorne. Warum? Weil es denen schlecht wird, wie ich fahre. Kann ich das Fenster öffnen? Nee, ne? Nee, geht nicht. Schade. Beim anderen Bus-Simulator geht's, ne? Spiegel zu aktivieren. Aha! Ich merke jetzt erst, dass es geht.
Auch nicht schlecht. So, den nächsten. Drei Leute wollen rein. Königstraße Ost. Und wollt ihr kaufen oder nicht? Hallo? Doch, einer will noch rein. Einzelfahrt für Senioren. Kannst ja deine Einzelfahrt sonst wohin schieben. Danke, mein Lieber. Kein einziger wollte eine Wochenkarte, ey. Ich werd bekloppt hier. Ihr bescheuert. Nächster Halt, Freiheitsstraße. Ah, kommt auch noch einer, okay. Vielleicht will da jetzt einer eine Wochenkarte oder wenigstens eine Tageskarte oder so. Kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. So, wohin? Es ist so heiß hier drin. Schalten Sie bitte die Klimaanlage ein. Hab ich schon. Hab ich gerade getan. So, anhalten. Zwei Leute wollen rein. Auf das rennt wieder jemand her. Einzelfahrt für Sie. Vielen Dank. Mistkacke. Na gut. Was soll's. Muss man damit leben. Jetzt kommt die letzte wahrscheinlich, ne? Glaube ich. Weiß ich fast auswendig. Hauptbahnhof, Königsstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Wir können sofort mit der Vorserie loslegen. Sag allen, ich bin auf dem Weg ins Hotel und werde eine E-Mail an das ganze Team schicken. Wir unterhalten uns später. Juhu! Das war bestimmt ein Regisseur. So, hier ist die Haltestelle. Hier lasse ich mal die Leute raus. Und dann gucken wir mal, wie viel es geworden ist. Hauptbahnhof, Königsstraße. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, doch viel. Wir sind schon bei 130.000. Okay. Und die Stufe geht jetzt auch langsam hoch. Zack. So. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Bus Simulator 16. Tschüss!